Jasse Norman und Jag Riffo zu Gast bei Bild. Das ist die neue Generation Superhelden. Das ist die neue Superhelden-Generation. Bild besucht der US-Serienlieblinge Jasse Norman, 18, und Jag Riffo, 21. Beide zählen zu den beliebtesten Superhelden beim Kindersender Nickelodeon und lassen mit ihren Superkräften im TV. Aber wer sind diese Superhelden? Jasse Norman spielt in der Serie Henry Danger, einen Jungen mit einem ungewöhnlichen Hobby. In seiner Freizeit ist er der Sidekick eines Superhelden. Jag Riffo gehört in der Serie Die Thundermans zu einer Familie mit Superkräften, die Verbrechen bekämpft. Was würden beide gerne verändern, wenn sie im wahren Leben Superhelden wären? Jag, für mich ist es das Wichtigste, die Welt zu beschützen. Nichts ist von Bedeutung, wenn wir in 50 Jahren nicht mehr auf der Welt leben können. Ich wäre wahrscheinlich so der grüne Superheld. Jasse, Amerika ist aktuell ziemlich aufgewühlt. Demokratie bedeutet, dass man sich versteht, aber sich auch gegenseitig die Meinung sagen kann. Zurzeit will eine Seite die anderen einnehmen. Das ist nicht gut. Vor dem Bild-Interview gab es für Nickelodeon Star Jag Riffo noch einen richtigen Stich. Er ließ sich nämlich in Berlin ein Tattoo bei Star-Tätowierer Valentin Hirsch stechen. Jag, das war unglaublich. Ich hatte ihm die Idee gemeldet und er hat das innerhalb von anderthalb Stunden angefertigt. Mein Tattoo auf meiner Schulter besteht aus einem Totenkopf und einem Organismus und steht für das Leben und das Vergängliche. Auch sein Kumpel Jasse hat es getan, aber nicht in Berlin. Ich habe mir am 18. Geburtstag ein Tattoo stechen lassen. Darauf habe ich 3 Monate gewartet, während Jag inzwischen auf seinem ganzen Körper Tattoos hat.